Servus Leute, seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon seht, ist der Ton von dem Video komplett Schrott. Aber das ist kein Problem, ich kann es einfach kurz nachsprechen. Also es ist ein neues Paket angekommen fürs Gaming-Zimmer und zwar war da die geile LED-Leiste drin und zwar von Gooby. Dann Ikea-Kabelkanäle, weil die übelst günstig waren und übelst geil sind. Und ja, das werde ich in diesem Video alles anbringen und Schaumstoffnoppen sind einfach angekommen. Und das werden wir in diesem Video natürlich alles in Angriff nehmen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es von diesen Gooby-LEDs immer unterschiedliche Versionen gibt und diese Version ist sogar die krasseste Version jetzt. Also die kann alles, die kann mit Alexa, Google Home gesteuert werden, einzelne Segmente ansteuern, also das ist wirklich die krasseste. Und dann auch noch gleich 10 Meter, also finde ich schon echt praktisch, dass die jetzt so krass reduziert wäre. Also für 50 hätte ich die mir wahrscheinlich nicht gekauft, aber die hat jetzt nur 31 oder so gekostet. Das riecht schon wieder richtig geil. So, genau. Und dann haben wir hier sozusagen die ganze Steuereinheit. Die Steuergerät kann man anscheinend auch an die Wand kleben. Ich würde sagen, erstmal stecke ich das hier an. Hallo? 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 Das hier geht gerade scheinbar auf Geräuscherkennung. Finde ich sehr interessant. So, dann müssen wir natürlich erstmal gucken, wie man die überhaupt connectet mit der App. Ja, Leute, ich gucke jetzt erstmal die Gooby-App und gucke, ob die dann damit connecten. Genau, hier die ist es dann wahrscheinlich. Die hole ich mir auch einfach mal. Und dann wird das wahrscheinlich da irgendwie funktionieren. Das gucke ich mir jetzt mal an, wie ich das connecte. Und dann hätte ich eigentlich schon Bock, die LED dran zu bauen. So, Leute, ich habe die LEDs jetzt auf jeden Fall verbunden mit der App. Sieht auch schon echt geil aus, diese Effekte und so. Also es sind wirklich geile LEDs, man kann so viel in der App einstellen. Also hier gibt es einfach so viele unterschiedliche Modi. Es gibt so Szenen, ihr könnt einfach hier sowas einstellen und sowas und eigentlich alles mögliche. Kannst auch selber Segmente einstellen, was das jetzt sein soll, weiß ich nicht. Und ich finde es vor allem geil, dass es so viele Effekte mit Blau auch gibt, weil Blau sind ja dann eigentlich so die Farben, die ich hauptsächlich nutze. Und das einzige Problem, was es jetzt noch gibt, ist, viele Leute haben im Internet gesagt, man darf die nicht abschneiden, weil sonst die Effekte nicht mehr richtig funktionieren. Weshalb ich das natürlich auch nicht tun wollte. Also ich überlege mir dann, dass ich die hier hinten noch irgendwie lang baue, hinterm Schrank und dann hier noch hinter dem so ein bisschen, dass ich da irgendwie auf 10 Meter komme, was schon hart ist, ehrlich gesagt. Und ja, die Dinger habe ich jetzt auch rausgepackt. Sind eigentlich echt geil, die Teile. Das sind halt jetzt 3 Kabelkanäle, das heißt 2,10 Meter am Kabelkanal. So, das erste Teil läuft schon mal. Halten jetzt. Also die Dinger sind wirklich geil konzipiert, muss ich sagen. Ich glaube, immer wenn ich mir jetzt irgendeinen Schreibtisch oder sonst irgendwas baue, werde ich mir die Dinger holen. Können wir eigentlich schon das Teil mal dran schrauben. Einfach nur, dass man weiß, wo das andere hin muss. So, das zweite muss natürlich dann aber passen. Das wäre wichtig. Passt das so an der Optik oder? Ja, passt. Warum denn eigentlich da? Naja, weil hier das die Steckdosen alles hochkommt. Und das geht dann hier so zu deinem Setup. Und bei mir kommen zwei nebeneinander. Leute, ich mache das jetzt doch nochmal ab, das nervt mich voll. So, der erste Kabelkanal ist schon mal dran. Perfekt. Genauso wie es sein soll. Perfekt. So Leute, Lea kümmert sich jetzt darum, die Noppen, die ich bestellt habe, ins Wasser zu packen. Wir haben die hier schon alle ausgepackt. Sieht auf der Kamera dunkel aus, also eigentlich sind die relativ hell. Finde ich auch geil. Die sind nur irgendwie, also die haben nicht sehr hohe Dichte, was aber da stand beim Bestellen. Sind wirklich nicht die qualitativsten, aber die waren auch ziemlich billig. Hier ist noch die zweite Packung, die packen wir dann auch noch aus. Und die anderen baden wir jetzt ein bisschen, damit die groß werden. Ich bin echt mal gespannt, wie das dann wird. Das ist so lustig. Dann geht die Luft so raus, das ist richtig lustig. Ja, du kriegst das schon hin. Ordnen wir dann logischerweise in so einem Schachbrettmuster an. Einfach nur gerade wäre ja langweilig, sondern wir machen es dann so, sozusagen. Und ich glaube, das wird ziemlich geil, wenn die dann alle an der Wand sind. Ich muss sagen, wenn das erledigt ist, dann ist das ganze Gaming-Setup erstmal so, wie ich es haben will, so ungefähr fertig. So Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall noch diesen Winkel hier anbringen. Und zwar genau da hinten, hinter mir am Tisch. Das ist praktisch, damit der Tisch auch schön festhält, weil gerade wenn es sich in diese Richtung so hin und her verschiebt, ist das dann auch doof mit der LED-Leiste und so. Und deswegen mache ich jetzt noch einen Winkel dran. Und dann halt noch so kleine Schrauben für oben am Tisch, damit er halt nicht die Arbeitsplatte durchbohrt. Ah, so. Nur ehrlich gesagt glaube ich, für die Schrauben tun es auch 6er-Dübel. Deswegen werde ich mal 6er-Dübel holen. Dann machen wir mal 3 Dübel rein. So sieht man doch auch was, ey. Ich bin ja so smart. Hoffen wir mal, dass die Schraubköpfe auch da drauf passen. Ja, ich hab's doch gerade schon probiert. Bin fertig. Mit allen? Mhm. Oha, auch mit der zweiten Packung? Nee, die müssen halt jetzt alle erstmal trocken, weil der Rest schon ganz voll. Okay, also meine Idee mit dem Winkel war definitiv schlau. Ja, Freunde, der letzte Dübel ist scheinbar durchgerutscht. So Freunde, so sieht das jetzt aus. Also hier ist entspannt der Winkel dran, sodass der Schreibtisch an der Wand befestigt ist.
Hier oben mit der Lampe ist es ziemlich hell. Und Leute, dann habe ich ja hier die ganzen Kabelkörbe. Das sind 1, 2 habe ich jetzt schon befestigt. Und hier den habt ihr auch gesehen. Und da werde ich dann die ganzen Kabel, die hier liegen, alle reinmachen. Und ansonsten kommen wir jetzt mal zur Wandhalterung, die ich noch dran machen muss. Das ist dann Leas Wandhalterung, weil sie würde gerne auch einen zweiten Monitor haben. Die hat nur einen Laptop und dann halt noch einen zweiten Monitor sozusagen. Boah, ich finde es immer noch so geil mit den drei Monitoren. Wenn man sich die mal anschaut, kann man schon nichts Schlechtes sagen eigentlich. Und mein schöner PC mit RAM, der jetzt leuchtet. Ich mache das jetzt mal hier dran. Und man kann den Schreibtisch jetzt nicht mehr verschieben hier. So, und hier drin befinden sich die ganzen Sachen, die wir dafür jetzt brauchen. Okay, sollte passen. Dann hoffe ich mal, das klappt. Ich glaube, ich nehme lieber gleich die 12er Bohrer, die nicht mitgeliefert waren, also meine eigenen. Da hat man nämlich gar nicht solche Probleme. Minimalweit allerdings, okay. Aber der 12er hält dann halt auch immer so gut. Also klar, man muss den Bre auch erstmal in die Wand bekommen, aber wenn er einmal drin ist, hält der bombenfest und hier wird die Halterung niemals irgendwie in irgendeiner Form kaputt gehen oder sonst irgendwas, da bin ich mir so sicher. Die Halterung ist auf jeden Fall bombenfest. So, die Halterung sitzt schon mal, jetzt müssen wir nur noch den Monitor da dran bekommen. Ja, das ist immer tricky, die Schrauben hier ranzubekommen, also diese Unterlegscheiben. Ich hab's, glaube ich. Hast du's? Ja. So, jetzt machen wir den noch fest. So Leute, man kann sogar die Schwenkung vom Monitor hinten noch einstellen. Dafür, dass das wirklich die billigsten vom billigsten eigentlich sind. So Leute, der Monitor von Lea ist jetzt auch dran. Hat auch die passende Höhe zu dem anderen Monitor. Also zu denen sind ja auch genau die gleichen tatsächlich. Also außerhalb der mittlere. Und der ist jetzt auch auf derselben Höhe. Und das wird dann Leas Arbeitsmonitor. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und jetzt kann ich mich endlich um diese wunderschöne LED-Leiste hier kümmern. Die habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Und ja, ich habe mir schon ein Konzept überlegt, wie ich das mache. Und dann würde ich sagen, können wir die auch mal verbauen. Und das ist eh sehr praktisch, weil die ich hier habe, hat eh nicht so dichte LEDs, also das sind nicht so krass viele auf einem Haufen. Und wenn ich die dann zweifach verlege, ist das Ganze, denke ich, ganz praktisch. Ich habe auch schon alles relativ sauber bekommen. So, Freunde, das sieht doch schon mal wirklich, wirklich gut aus. Ja, ich habe jetzt halt zwei Spuren untereinander gelegt. Die Effekte sind dann logischerweise nicht mehr ganz genauso wie von Gooby eigentlich gewollt. Aber es ist trotzdem noch geil. Vor allem, ich finde LEDs so geil, die wirklich Segmente einzeln ansteuern können. Wir können ja noch mal das Licht ausmachen. Es sieht schon wirklich, wirklich wild aus. Also guckt euch das mal bitte einfach an. Ja, wenn jetzt noch die Monitore an wären, würde es natürlich noch geiler aussehen. Hier in der Leitung habe ich es auch noch mal lang gelegt. Da sieht man leider so ein bisschen wie spiegelt. Ist aber nicht schlimm. Und die beiden LEDs, die hier noch übergucken, die klebe ich dann ganz normal mit weißem Tape noch ab, dass man die halt nicht sieht. Aber ansonsten sieht das Ganze echt schon sehr beautiful aus. Also ich persönlich finde es echt geil. Vor allem diese verschiedenen Seen, die es da jetzt immer gibt bei der LED-Leiste. Ist schon wirklich cool. Und dann als nächstes kümmere ich mich darum, die Schaumstoffnoppen an die Wand zu machen, dass man hier keine Kabel mehr sieht und die anderen Kabel alle hier in den Kabelkanälen versteckt sind. Schon echt eine geile Sache. Leute, ich habe mir auch noch ein, zwei Energies für das Gaming-Setup gekauft. Oder vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja, sagt einfach nichts dazu. Also im Kaufland waren die im Angebot. Ein Energy hat mit der Kaufland-App 75 Cent gekostet, plus Pfand halt 1 Euro. Und deswegen habe ich mal zugeschlagen. Hier ist von jeder Sorte genau eine Dose drauf. Also das sind wirklich 12 unterschiedliche Dosen. Und hier die ich geil finde, habe ich mir dann halt nochmal geholt. Jede Dose einmal und hier dann noch die geilen nochmal. Und Leute, glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, aber ich bin wirklich kein Suchti. Ich weiß, das sieht ja anders aus, aber es stimmt. Ich trinke die vielleicht, eigentlich trinke ich jeden Monat gefühlt eins. Also dieser Vorrat reicht für über ein Jahr wahrscheinlich. Und das heißt, ich werde mir jetzt erstmal keine Energies mehr kaufen, aber es ist halt auch geil. Im Kühlschrank sehen die dann auch gut aus und so. Die kommen dann natürlich in meinen Mini-Kühlschrank rein. Und ich würde sagen, da packe ich die jetzt auch mal rein. Das ist halt geil, weil ich diese Untersetzer noch mitgenommen habe. Ja, und ich glaube, ich muss den Türanschlag mal noch ändern, weil der ist jetzt genau wieder in die falsche Richtung. Und deswegen ist hier das Logo noch falsch rum. Und dann wäre es natürlich andersrum praktischer, aber bin ich gerade aktuell zu faul für. Ja, und dann muss ich überhaupt erstmal überlegen, wie ich den Kühlschrank denn jetzt anordne, weil das ergibt jetzt nicht mehr so viel Sinn. Ich glaube, wir könnten sogar ernsthaft Struggle bekommen, wie viele da überhaupt reinpassen. Oh mein Gott, das passt perfekt, wie geil. Oh Leute, das ist schon geil. Es passt halt auch einfach genau rein. Wie cool ist das bitte? Dann haben wir natürlich noch die einzelnen hier. Das Ding einfach so oben drauf. Ja Leute, perfekt eingeräumt. Sieht jetzt zwar ein bisschen komisch aus mit dem Ding hier noch, aber ich finde es echt extrem geil. Hier kann man dann noch so kleine Dosen draufstellen.
Und dann haben wir die 2 Millionen Energies perfekt untergebracht. Leute, was ich jetzt machen werde, ist auf jeden Fall den ganzen Schaumstoff hier rüber transportieren. Guckt euch das bitte an, wie viel Schaumstoff hier rumliegt. Und der kommt jetzt hinter die Monitore. Das will ich jetzt endlich mal erledigt haben. Und das wird, glaube ich, die schlimmste Arbeit, die es überhaupt nur gibt. So, ich würde sagen, ich traue mich jetzt einfach mal, das zu machen. Ich habe auch schon alles angezeichnet mit Bleistift, dass ich wenigstens weiß, dass es dann ungefähr gerade ist. Die anderen baut man ja dann einfach dran, das ist ja dann kein Problem mehr. Und dann würde ich sagen, lege ich mal los. Hier den Sprühkleber verwende ich einfach, um die dran zu machen, weil ich habe überall gesehen, mit doppelseitigem Klebeband hält es einfach überhaupt nicht gut. Ich hoffe mal, ich kriege das so hin, wie ich mir vorstelle. Das war noch nicht so der Glanz. Also Leute, der Kleber stinkt wirklich abartig, aber ich habe jetzt schon mal ein paar dran bekommen. Und das ist echt nicht gerade die spaßigste Arbeit. Ja, okay, ich muss noch kurz ein B-Reel aufnehmen. Warum kommt B-Reel immer in solchen Situationen? Ich verstehe es bis heute nicht. Ey Leute, ich schwöre euch, wenn dieser Sprühkleber nicht reicht, werde ich so sauer. Sieht schon mal ganz okay aus. Ich muss sagen, die LED-Leiste sieht nicht mehr ganz so schön aus mit den grauen Paneelen. Ich dachte auch, die ist ein bisschen heller. Aber ich glaube auch über die Zeit wird das wieder ein bisschen heller. Weil es ja von der Sonne etwas ausgeblichen wird. Am schwierigsten wird dann halt hier hinter den Monitoren das so auszuschneiden, dass da praktisch die Halterung dran passen. Auf jeden Fall macht es eine Menge Arbeit. Ich würde sagen, ich mache das jetzt erstmal fertig oder zumindest weiter. So Leute, ich bin auf jeden Fall gut vorangekommen, wie man sieht. Das Krasseste ist jetzt auch geschafft, und zwar waren das hier diese Ausschnitte jeweils für die Monitorhalter. Das war natürlich ein bisschen nervig und dann musste ich auch immer noch einen kompletten Schnitt irgendwo reinmachen, damit ich das halt hier überhaupt durchfädeln kann, weil es ja sonst logischerweise nicht geht. Und zwar muss ich das 3-mal machen. Hier war es am entspanntesten, da musste ich nur die Ränder von den Teilen wegschneiden. Aber jetzt sieht es eigentlich echt schon ganz gut aus und dann mache ich die restlichen jetzt noch dran. Dann kommt da nämlich noch eine ganze Line sozusagen drüber und dann ist es fertig. Also Leute, an sich bin ich gestern fertig geworden. Es sieht auch eigentlich echt geil aus, finde ich. Also das ist so ein, ja, schon so ein perfektes Rechteck. Ich habe es halt auch genau geplant, dass es aufgeht von den Dingern her. Ich kann ja mal noch ein bisschen zurückgehen. Es sieht schon echt geil aus, wenn man so reinkommt und das ist so an der Wand. Also klar, die Monitore sind noch nicht ganz ausgerichtet. Muss ich dann noch machen. Das Problem, was ich jetzt hatte, war, in der Nacht schon wieder sind hier in der Ecke gefühlt alle runtergefallen wieder. Und ich denke, das Problem ist einfach erstmal, ich hätte es mit dem Sprühkleber auf beiden Seiten festmachen sollen. Ich habe es nur am Schaumstoff festgemacht, was natürlich nicht so schlau ist. Und ansonsten, ich habe mit meinem Opa das ja auch schon in meinem letzten Zimmer gemacht. Und deswegen werde ich einfach nochmal zu meinem Opa gehen und dann mit ihm das, also er gibt mir einen guten Kleber, damit es dann auch ordentlich hält. Weil wenn es ein was gibt, was mein Opa immer hat, dann ist es Kleber. Also mein Opa hat irgendwie immer guten Kleber für alles. Mir ist jetzt auch egal, ob das nie wieder abgeht. Hauptsache es bleibt jetzt auch dran, weil es nervt, wenn alle 2 Minuten so ein blödes Ding abfällt. Und falls wir dann noch was brauchen, gehen wir dann nochmal in den Baumarkt. So Leute, ich habe jetzt hier so eine Spritze. Habe mir da einfach so einen Kleber gekauft, habe mir mein Opa auch empfohlen. Ah, jetzt habe ich hier ein Fleckchen gemacht. Egal, sieht man eh nicht mehr am Rand. Hauptsache ich klebe jetzt nicht fest. Und damit mache ich das jetzt einfach. Da hält es auch 10-mal besser. Das kann man, das ist einfach so ein Schlauch dann und das hält dann auch bombenfest. Das hier habe ich schon mit dem gemacht und das wird dann schon gehen. Und ja, damit mache ich jetzt nochmal alle fest und dann gucke ich, ob es diesmal hält. So Leute, die Hälfte habe ich ungefähr. Der Kleber geht tatsächlich auch ziemlich schnell alle. Also zum Glück habe ich 2 gekauft. Man drückt es halt mal dran alles. Dann hält es bombenfest. 10-mal besser als Sprühkleber. Ich werde nie wieder Sprühkleber kaufen. Wirklich 12 Euro hat diese Flasche gekostet und es hält nicht. Und der jetzige Kleber hat insgesamt zwei Dinger 5 Euro gekostet, also dieselbe Menge ungefähr. Das Problem ist, manche Stellen haben jetzt auch mit dem Sprühkleber festgehalten. Und jetzt muss ich da auch aufpassen. Mmh, warmes Wasser. Sehr lecker. Langsam wird's. So Leute, auf jeden Fall sind die Schaumstoffpaneele jetzt wieder alle ordentlich dran. Ich habe es sogar mit einer Klebertube tatsächlich geschafft, obwohl ich 2 Kleber hatte, aber passt jetzt. Und jetzt werde ich mich mal um das Kabelmanagement kümmern, was ja schrecklich aussieht. Und ihr wisst ja, wir haben hier schon Kabelkörbe angebracht und dann kann ich das jetzt auch hinter den Schaumstoffdingern verlegen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das mit den Kabeln dann später aussieht. Auf jeden Fall besser als jetzt, wenn man reinkommt. So Leute, ich wollte euch jetzt gerne nochmal das Ergebnis zeigen von meiner Kabelaufräumaktion. Und zwar sieht das Ganze jetzt einfach mal so aus. Und ich finde persönlich, es ist richtig, richtig geil geworden. Es sieht einfach traumhaft aus, vor allem wenn alle 3 Monitore noch so schön an sind und so. Also es sieht wirklich, wirklich geil aus, muss man einfach mal sagen. Und was ich jetzt noch machen werde, ist die Arbeitsplatten. Also ich kann mal Licht anmachen und ein bisschen die Stimmung killen.
Ich würde gerne für die Arbeitsplatten jetzt hier, das sind ja die Arbeitsplattenrester, also zumindest hier auf der anderen Seite sieht man das, die würde ich jetzt gerne zuschneiden, dass praktisch hier die Lautsprecher drauf kommen. Ich habe das hier auch schon angezeichnet, hier sieht man so eine Bleistiftlinie, da werde ich das dann abschneiden mit der Stichsäge und dann kommen die wahrscheinlich, also ich denke mal hier so an die Wand, oder ich habe auch schon überlegt, ob ich die oben dran mache, aber das würde vielleicht auch ein bisschen den Vibe kaputt machen, keine Ahnung, aber dann kann man die Kabel dafür hier schön dazwischen verlegen und hier sieht man auch, die ganzen Kabel gehen alle hier dazwischen lang, aber das sieht man halt überhaupt nicht, also man sieht wirklich von keiner Seite so richtig die Kabel. Es sieht so verdammt geil aus. Es ist einfach wunderschön. Und dann werde ich hier definitiv noch ein Loch in den Tisch bohren, damit man das Maus und das Tastaturkabel nicht sieht, weil das sieht auch absolut lost aus. So, hier im Keller kann ich auf jeden Fall genug Dreck machen, ohne dass es jemanden stört. Meine Sägekonstruktionen sind auch wirklich immer die besten. Nicht ganz perfekt, muss ich sagen. Und beim zweiten mache ich mal die Kamera aus, weil die fängt da ziemlich staubig an.